Street Fighter gegen den Grünen Ranger, ein neuer Ultraman und der White Tiger Sword kommt nach Deutschland. Wow, ich bin gespannt und gebe hier mal wieder meinen Senf dazu. Momentan bin ich ein bisschen dauerbusy. Wie ihr schon gemerkt habt, passiert hier auf dem Kanal nicht besonders viel, aber ich habe es auch schon im letzten Video gesagt, das wird jetzt öfter so kommen, aber dafür habt ihr tolle Formate. Und viel zu heißen Tee. Wann machst du die nächste? Was ist eigentlich Sentai? Wäre toll, wenn da noch mehr kommen würde. Wann mein nächstes Was ist eigentlich kommt, muss ich sehen. Hier muss ich halt schauen, wann ich die Zeit dafür finde. Mein letztes Was ist eigentlich? Was ist eigentlich Ultraman Ginga? Bin ich persönlich nicht so ganz begeistert von gewesen. Deswegen würde ich da gerne noch ein paar Sachen ausbessern, mir wirklich Zeit dafür nehmen, damit da auch gute Videos bei rumkommen, wenn ich die Zeit überhaupt dazu finde. Deswegen einfach ein bisschen gedulden, aber du kannst mir gerne schon mal hinschreiben, welche Sentai-Staffel dich so interessieren würde. Wenn ich sie gesehen habe, werde ich mich auf jeden Fall mal damit befassen. Unter Umständen. Vielleicht. Mal sehen. Hey, sorry. Würde gerne anfangen, Kamen Rider zu schauen, aber ich kenne keine Seite mit German Subs. Wäre cool, wenn mir jemand schreiben könnte, wo ich es schauen könnte. Hier noch einmal angesprochen. Ich habe dir zwar schon persönlich in den Kommentaren geantwortet, ich wollte aber nochmal machen, nicht, dass das Ganze hier noch untergeht. Es gibt viele, viele tolle Subgruppen. Schaut da einfach mal nach, wenn ihr Seiten sehen wollt, beziehungsweise Subs dazu sehen wollt. Nachteil des Ganzen ist, dass es kaum deutsche Subgruppen gibt, die sich wirklich damit beschäftigen, Tokusatsu zu subben, weil die Szene hier einfach relativ klein ist. Und da muss man halt auch wirklich sagen, wenn ihr Bock habt und es wollt, dann macht es selber. Versucht euch dran, das Subben ist relativ aufwendig. Ich habe selber mal probiert, was ich euch sagen kann, was es auf Deutsch gibt. Ist zu einem Mal Kamen Rider Black. Und das von Toku Universe, wenn ich mich richtig entsinne. Die Subgruppe gibt es schon länger nicht mehr und ihre Seite ist auch da. Und hier und dort finden sich allerdings ein paar deutsch gesubte Episoden. Genauso verhält es sich mit Garo. Da einfach mal gucken, da sind so wenige Szenen, die echt gesubbt sind. Und meines Wissens nach hat sich eine Subgruppe auch an Kamen Rider Double mal angefangen, die sich sonst mit J-Drama beschäftigen. Schaut da einfach mal nach. Wenn ich feuere diese Subgruppen an, ich fände es toll, wenn mehr deutsche Subs rauskommen. Da gibt es echt viel zu wenig, aber es wird halt schwer, welche zu finden. Ansonsten gibt es ja die typischen Verdächtigen wie TV Nihon, Overtime und Co. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sind aber halt alle auf Englisch. Ich für meinen Teil muss immer erschreckend feststellen, dass relativ wenig Leute entweder sich nicht viel zutrauen oder kein Englisch so großartig können, obwohl es für mich eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Ich habe seit der 3. Klasse Englisch gehabt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und da sollte es zumindest kein Problem sein, den Subs zu folgen. Und wenn ich lerne dabei echt gut Englisch. Hey, Tricera Blue, mach mal ein, was ist eigentlich Kamen Rider Wizard? Selbes Thema wie vorhin, wenn ich die Zeit finde, mache ich es gerne. An Wizard habe ich wirklich ohne Mist schon mal daran gedacht, das Ganze zu machen. Weil ich habe ja bis jetzt Gaiden gemacht und Ryuki. Und Wizard gehört zu einer Staffel, zu der ich sehr ambivalent stehe. Einerseits finde ich Wizard derbe gut. Ist aber eine Staffel mit sehr, sehr schwacher Story. Ich kann auch mal so sagen, ich finde so viele Aspekte an Wizard gut gelungen und andere halt eher nicht, was halt eben unter anderem mit einem Produktionssachen liegt, die damals vorgefallen sind und wie man sich halt eingeplant hat, verplant hat und wie man manchmal auch gegen den Strom schwimmen wollte. Alles das kann ich gerne zu einem Was ist eigentlich machen, wenn es euch wirklich interessiert. Was hältst du von bisherigen Fanfilmen wie Sword Art of Altar? Oder den Teenage with Attitudes Fanfilmen. Das ist ein Kommentar zu meiner Meinung, den ich zum brutalen Power Rangers Fanfilm gemacht hatte, der dann auch einige Probleme mit Saban nach sich zog. Ich finde Fanprojekte in erster Linie mega geil, weil man hat erst einmal, unabhängig davon, was als Endresultat rauskommt, man hat wirklich mehrere Fans, die leidenschaftlich dem nachgehen und versuchen sich zusammenzusetzen, was Cooles auf die Beine zu stellen. Das hatte ich damals auch probiert mit einem Fanfilm, der schon unsicher alt ist, aus dem ist nie was geworden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht derbst Laune, da wirklich mitzuwirken und sich Sachen auszudenken. Und zum Teil kommen bei Fanfilmen wirklich bessere Sachen dabei raus, als bei den Produktionen an sich, weil die Fans sich erstens Zeit nehmen, zweitens keine wirtschaftlichen Aspekte mit einfließen lassen müssen,
und halt wirklich nur für die Fans selber arbeiten. Problem hierbei ist natürlich immer das Budget, wie man es finanzieren möchte, ob man wirklich jeden Geschmack trifft. Okay, das kann man niemals machen, aber grundsätzlich finde ich nicht Fanfilme richtig gut, von der Grundidee her. Was ich allerdings nicht gut finde, ist, wenn zum Beispiel bei dem Fanfilm, wo ich ja schon gesagt hatte, es von der Grundkonzept abweicht. Das heißt, wenn wir uns da einfach mal kurz befassen damit, dann ist es nicht das, was vielleicht die Fans sehen wollen, sondern vielleicht mehr, dass Fans kompensieren wollen, wenn wir es so sehen. Aber grundsätzlich finde ich die Fanfilm-Ideen echt nicht gut. Und ganz unabhängig, was davon gehört, ist immer supported und immer das Beste draus gemacht. Und gerade wenn man so viel Herzblut dran steckt und vielleicht auch versucht, Sachen auszurechnen in der Serie, nicht gut erklärt wurden, wo zum Beispiel Mighty Morphin massenweise drin steckt, bis heute Sachen nicht erklärt sind. Dass man eigentlich hätte in Megaforce klären können, wenn man wollte. Megaforce. Wenn wir schon mal bei Fanfilmen sind, sind wir hier auch gleich bei dem Thema, was ich jetzt erstes anschneiden möchte. Bad in the Sun hat einen Fight choreografiert und gedreht, einen kleinen Fanfilm, und zwar den grünen Mighty Morphin Power Ranger gegen Ryu aus Street Fighter. Und ich finde diesen Minifilm, diesen kleinen Film, finde ich so derbe gut, aber so richtig. Aus mehreren Aspekten. Erstens ist es super choreografiert, aber da hatte ich bei Bad in the Sun bis jetzt wenig zu meckern. Die Anzüge sind cool und ich finde einfach auch das Suit-Design des Green Rangers genial, wie man es geschafft hatte, dem ursprünglichen Anzug trotzdem gerecht zu werden und was Neues zu schaffen. Das ist sehr, sehr schwierig, finde ich, sich nicht zu weit vom Original abzulösen, aber trotzdem was Neues zu schaffen. Es wirkt sehr, sehr viel moderner, sehr, sehr viel gepanzerter, aber hat noch so ein was vom Elegantes von Spandex. Des Weiteren finde ich die Story in diesem Minifilm richtig, richtig gut. Das Problem, was ich beispielsweise bei White Ranger with a Scorpion hatte, ist, dass die Handlung ein bisschen gezwungen wirkte. Man hatte die Frau, die entführt worden ist von Scorpion, und dann kommt Mighty Morphin Power Ranger White und macht den Typen platt oder auch nicht, je nachdem, welches Ende ihr bevorzugt. Was ich ganz cool finde, ist, dass hier einfach ein Street Fight Turnier gemacht wurde und dann fragt man so, wow, Junge, wer will? Und dann kommt Tommy Oliver, was natürlich einmal diesen Fanfaktor hat, wirklich gespielt von Jason David Frank, der, man möchte von ihm halten, was man will, aber der halt wirklich sehr nah an der Fanbase ist und versucht, da den Fans auch viel zu ermöglichen. Kommt er halt praktisch an. Man hat zuerst einen Unmorph-Fight und dann einen Fight, wo er sich verwandelt. Und das finde ich super gut, weil es zum einen mal auch diese Mighty Morphin-Sachen hat. Das, man hatte meistens Mighty Morphin zuerst diese Unmorph-Fights. Und ich mag diese Fights auch. Die Choreos waren super, waren nicht allzu ausladen, dass sie hübsch aussehen, sondern waren schon sehr, sehr nah am Streetfighten dran. Und eine Sache finde ich super, weil ganz am Anfang wurde ja der Grüne Ranger mit diesen goldenen Streifen geleakt, der ein bisschen mich erinnerte an die Folge Fighting Spirit aus Land of Thunder. Da hat Disney sich ja auch zwei silberne Applikationen am Helm dran gemacht. Das Coole an der ganzen Sache ist, ich mag diese Grundidee, auch wenn sich viele, viele Fans darüber aufregen. Fighting Spirit ist ja wieder komplett anderes Spiel, weil ich sage, das war ein Koma-Traum. Aber hier finde ich das super gut eingebracht, weil sich viele Fans beschwert hatten, dass das halt so ist, dass es eingebracht wurde, dass es nicht wirklich der Grüne Ranger ist. Und über Geschmack lässt sich streiten. Aber ich finde es cool, wie man es gelöst hat. Und zwar hat man das praktisch mit dem Power-Up erklärt, mit dem Drachendolch. Und das finde ich irre gut, dass man es mit in die Story mit integriert hat, dass er praktisch der Grüne Ranger noch ein kleines, minimalistisches Power-Up hat. Der Fight ist super gut, guckt euch das Video an, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung und ich freue mich einfach, dass es solche kleinen, coolen Minifilme gibt und gerne, gerne wieder. Nächstes Thema, bleiben wir beim Mighty Morphin Power Rangers und beim guten Tommy. Der weiße Tigersort wird ja geleakt. Released.
noch beim letzten Thema. Über das ganze Release in Deutschland, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ja Bandai Deutschland geschlossen wird. So noch, also vielleicht ist es auch schon geschlossen, wenn ich das Video schaue. Das heißt, die Toys werden nicht mal von Bandai hier gepublished, sondern von Stahlbauer, die jetzt auch momentan Teenage Mutant Ninja Turtles mit dabei haben. Und da ist relativ wenig Aussichten auf eine Legacy-Line gab und es nochmals gesagt, dass die größtenteils eingestellt wird. Und jetzt tut sich Bandai Europa dem Ganzen an. Und das finde ich gut, dass wir die Legacy-Line trotzdem bekommen. Es kommt nicht nur der weiße Tiger-Sort, sondern auch Saber, das sprechende Tiger-Säbel des Weißen Rangers. Die Dinger sind schweineteuer. Saber 150 Euro. Dafür hat es aber auch die Größe und der Serie. Jetzt hat er wirklich großes Ding dabei. Und den weißen Tiger-Sort, der natürlich auch ihre Fun macht. Gerade hat er die Soulbuilder Points, also alle die ab Samurai angefangen haben zu sammeln, das ist ganz cool. Die Legacy Toyline sammeln, das ist auch derbe genial. Ich wollte schon immer mal so ein paar Kombinationen ausprobieren, die damals nicht gingen, weil eben der Thunder Megazord und der Dino Megazord so nicht kompatibel waren. Damals in den 90ern. Und ja, ich finde es toll, dass man das jetzt machen kann. Das Ding sieht derbe gut aus, ich habe so viele Bilder von gesehen und wenigstens für den Tiger so muss mein halbes Monatsgehalt draufgehen. Nein, aber es ist wirklich gut und es hat eine hohe Qualität und ich freue mich einfach drauf. Ich habe hier unten, falls ihr das gesehen habt, nein, drin stimmt nicht, habe ich den alten Tiger so stehen und der freut sich bestimmt, wenn er mal ein showakkurateres Partner bekommt. Doch Eden ist nicht meine Stärke. Ja, Kamen Rider geht in die nächste Phase. Drive neigt sich langsam dem Ende, man muss es einsehen, auch wenn ich immer noch bei Folge 18 bin. Drive geht dem Ende zu und jetzt kommt auch langsam Information zum neuen Rider und Bandai hat sich die Namen Kamen Rider Ghost markenrechtlich gesichert. Und da bin ich mal echt gespannt, was da so bei rumkommt. Kamen Rider Ghost, ich habe mir so überlegt, was wäre cool, was könnte man so anfangen. Es ist ganz cool, wenn man entweder so kleine Geister zu sammeln hätte oder kleine, hab ich mir gedacht, kleine Bannsiegel. So japanische Bannsiegel, das wäre eigentlich ganz cool. Was denkt ihr, Kamen Rider Ghost? Was für das Sammelgimmick? Also das ist zumindest für mich mal eine ganz große Frage, weil es natürlich auch die Serie beeinflusst. Und wie sieht er aus? Was glaubt ihr, nutzt Kamen Rider Ghost für Waffen oder ähnliches? Würde mich mal interessieren, kurz mal in die Kommentare. Ihr könnt auch mit mir schreiben, was ihr zum Beispiel an Drive nicht so gut fandet, was man beispielsweise bei Ghost besser machen kann. Ultraman Ekusu. Ultraman. X taucht auf. Tsurubaya hatte ja mit Ultraman Ginga und Ginga S endlich mal wieder Erfolg, nachdem sie sich aus ihren Schulden rausgekämpft haben. Und ich finde das ganz cool, dass sie das so hinbekommen haben und damit zumindest auch ein bisschen Abwechslung reinbringen in diese Landschaft, wo eigentlich bis jetzt immer so Kamen Rider und sowas im Teil dominierten. Es sind immer kleine Serien, Ultraman X wird dann wahrscheinlich auch nicht die größte werden. Ich mag aber das, die Idee, die sie verfolgen. Die Idee haben sie bei Victory sich ein bisschen abgeguckt, beziehungsweise sich bei sie selbst geklaut. Man hat Ultraman Victory, der ja in Ginga S vorkommt, der hatte die Fähigkeit, von den Kaiju spezielle Arme oder Waffen zu übernehmen. Das ist ganz cool, weil man halt auch mit den Menüfiguren, wie ihr hier im Hintergrund seht, auch gearbeitet hat als Sammelgimmick. Das hat ganz gut reingepasst und sind wir mal ehrlich, Ultraman sehen alle fast gleich aus, zumindest die meisten. Und ich finde, man guckt sich Ultraman wegen der Kaiju-Action an. Und das finde ich cool, dass man es damit verbunden hat und das geht man bei Kamen Rider. Bei Kamen Rider? Wieso? Das passiert denn ständig, wenn ich bei Ultraman rede? Kann mir das einer erklären? Nein? Das geht man bei Ultraman X. Auch weiter, und zwar hat X auch die Fähigkeit, so spezielle Eigenarten von den Kaiju zu übernehmen und als Waffe zu benutzen. Das finde ich ganz cool. Und ich mag zum Beispiel auch bei den Promo-Picks diese Klauen, die gezeigt wurden. Das ist echt super genial.
Problem hierbei sehe ich allerdings, dass man da nichts Neues hat. Also man hat schon was Neues, die Grundidee ist ja jetzt komplett für die ganze Serie adaptiert. Ich finde aber, man traut sich nur ganz vorsichtig in neue Gefilde. Man baut auf die Sachen, die wirklich funktionieren, die wichtig sind, zum Beispiel diese kleinen Autos, die man jetzt als Sammelgimmick hat. Finde ich lustig, weil man kann sie kombinieren. Allerdings zeigt es mir auch mal wieder, dass man da auf Nummer sicher fährt, weil zum Beispiel auch die Sachen von Drive mit den Shift Cars richtig gut ankamen. Und da probiert man nun mal das, was sich gut verkauft. Aber lieber so, als wenn es dann, wenn die Serie komplett nicht funktioniert und wieder eingestellt werden muss. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber das Suit-Design gefällt mir auch ohne die Power-Ups sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt. Ich werde die Serie dann wahrscheinlich live mitverfolgen. Ich hoffe, dass es da mal Subs gibt. So, mal schauen. Von S hat sie jetzt auch noch eines hervorragend gefordert, die hinten auch ein bisschen hinterher. Aber da muss man einfach Geduld haben. Nicht alle sind so groß organisiert, wie beispielsweise Tiffany oder Overtime. Power Rangers Samurai ist jetzt endlich mal auf DVD released. Finde ich super. Ich finde es allgemein cool, dass man sich wieder an Power Rangers DVDs rantraut. Gerade weil der durchgesickert ist, dass die Lizenzgebühren dafür sehr, sehr hoch sind. Und ich weiß nicht. Einerseits, ich finde es cool, dass wirklich jeder hier die Möglichkeit hat, in den Laden zu gehen und sich Samurai Blu-rays zu kaufen. Die ganze Staffelbox ist erhältlich und die Einzel-DVDs. Also ist hier wirklich auch für jeden was dabei. Eine Sache finde ich aber irre schade, die Reaktion kam viel zu spät. Ganz offen und ehrlich gestanden. Ich verstehe die Einwände, ich verstehe die kaufmännische Sicherheit, die dahinter steckt. Punkt ist aber hier, viele Fans, unter anderem auch ich, haben sich die DVDs zusammengekauft aus den USA, wo Super Samurai als DVD erschienen. Und dann Samurai als Staffelbox schon in der UK, also schon innerhalb der EU zu haben war. Und da bezahlt man nicht mal Portogebühren. Viele Fans greifen auch an, dass es nicht komplett ist, weil es ja nur die Hälfte der Staffel ist, halt praktisch nur Power Rangers Samurai und nicht Super Samurai. Hier muss man aber wirklich auch betrachten, auch wenn es im Super Sentai anders ist, dass das alles eine Staffel ist, hier sind es zwei Staffeln. Da muss man wirklich klar dazu sagen, es wird von Saban als zwei Staffeln vermarktet und ich sehe es auch voll und ganz ein, dass es zwei Staffeln sind, weil man hier auch wenigstens probiert hat, die Staffeln zu ein bisschen zu trennen. Also das finde ich gar nicht mal so schlimm. Und 20 Folgen finde ich gar nicht so verkehrt. Das Cover-Design sieht ganz nett aus, kann man auf jeden Fall mal zugreifen. Ich für meinen Teil habe die DVDs schon aus der UK, ich brauche sie nicht nochmal. Aber für jeden ist super, dass es hier in Deutschland gibt. Und da sind auch alle Extras drauf, die ihr beispielsweise auf der UK-DVD nicht habt. Muss man halt auch mal so sagen. Clash of the Red Rangers habt ihr mit drauf, das Halloween und das Weihnachtswäsche, wenn ich mich nicht entsinne. Einfach mal vorbei, ich gebe dafür absolut kein Geld, muss ich dazu jetzt auch mal sagen. Ich bin total Product Placement frei bis jetzt und wenn, dann würde ich es euch sagen, es geht mir hier einfach nur darum, einfach mal so Sachen auszuwerten, die jetzt in der Toko-Welt geschehen sind. Und auch in Deutschland passiert das ein oder andere. Das möchte ich jetzt kaum glauben. Echt traurig, dass man das schon auf YouTube ständig mit sagen muss, wenn man was toll findet und sagen muss, nein, ich würde dafür nicht bezahlt. Ja. Super, dann habe ich ja praktisch alle meine wichtigen Toku-Themen durch. Falls ihr euch wundert, habe ich mir so einen coolen Zettel geschrieben. Was in ein ganzes DIN A4-Blatt einfach so gespendet. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, auch wenn das Video wahrscheinlich schon ewig lang ist. Eine Sache ist mir sehr, sehr wichtig, wo ich überlege, wie ich das Ganze mache. Leute, die mich schon länger begleiten, auf YouTube. Wir haben festgestellt, dass ich irgendwann mal vor langer, langer Zeit einen Zweitkanal aufgemacht habe, Riser Novels. Ich schreibe seit ich 13 bin, und glaub mir, das ist schon sehr, sehr lange, einen Roman, der auch in diese Tokusatsu-Schiene fällt. Und der macht irre Spaß. Ich bin jetzt gerade dabei, das Ende zu schreiben und ich will das Ding irgendwie an euch bringen. Lesen ist immer so eine Sache. Ich habe es auf Riser Novels mit dem Konzept probiert. Kleiner Trailer und dann PDF-Dateien drunter. Weil davon abgesehen, dass da noch auf meinem Selbstschreibfehler drin war. Selbst mal abgesehen. Ich würde das Ganze gerne als Hörbuch
ausbringen. Das heißt, ich werde das Ganze für euch einsprechen. Ich werde auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen coole Workouts dazu bekommt. Das ist ein Projekt, was sehr, sehr langwierig ist und was nicht von heute auf morgen machbar ist, weil ich habe hier, ihr merkt es selber, ich habe halt kaum und nicht Zeit, irgendwas zu machen. Beziehungsweise dann mich allgemein um den Kanal zu kümmern, beziehungsweise zwei Kanäle. Jetzt ist meine Frage an euch. Könntet ihr euch vorstellen, dass Riser Novels, also dieser Roman von mir, der halt auch durchaus einen Tokusatsu dazu Bezug hat, würdet ihr dieses Projekt hier auf Tricera Blue sehen wollen oder sagt ihr, würdet dafür einen anderen Kanal sehen? Weil es nichts direkt mit japanischen Live-Action-Serien zu tun hat, allerdings halt wirklich eine Hommage daran darstellt, muss man halt wirklich mal so sagen. Wenn es euch interessiert, ich kann euch den Trailer auch in meine Videobeschreibung packen, das ist schon ewig lange her. Oder beziehungsweise, wieso eigentlich in die Videobeschreibung? Ich blende den jetzt einfach ein. Und ich habe da auch vor ein paar Jahren mal ein bisschen was gemacht. Ist viel passiert, viele Komplikationen, die unvorhergesehen waren. Ich würde mich aber halt schlicht und einfach freuen, wenn ich diesen Roman weitermachen könnte. Und da hängt auch sehr, sehr viel Herzblut dran. Ich arbeite jetzt schon fast seit 12 Jahren dran und ist da blöd, wenn ich dann fertig wäre und irgendwo im Nirgendwo vergammelt. Also wenn es euch wirklich interessiert, schreibt euch das Ganze mal in die Kommentare oder schreibt es mir in die Kommentare, in eure Kommentare könnt ihr es auch gerne schreiben und ich habe mich mit hier bekleckert. Sagt mir einfach, was ihr davon haltet. Ich würde mich freuen und ja, im Groben und Ganzen bin ich jetzt sogar fertig mit diesem Abgekausch. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen vor Unikram gedrückt, weil eigentlich müsste ich jetzt noch was machen, aber ich habe mir gesagt, nein, du musst dich um deine Community kümmern, denn ihr habt Vorrang, ja, Prokrastination. Ich freue mich drauf, wenn ihr Kommentare lasst, wenn es euch interessiert. Ich gebe euch in dieser Endcard hier noch zwei Videos. Das eine ist mein letztes, was ist eigentlich über Ultraman Ginga? Und das andere Mal ist es abgecoucht, wo ich ein bisschen durch die Gegend latsche und mit euch rede. Also eigentlich mit der Kamera. Ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich drauf. Ansonsten kicke ich euch das Ganze noch in dieses i, was YouTube jetzt vor kurzem eingeführt hat und vor außen ist, damit ihr es auch auf Handys und Tablets sehen könnt. Und dann freue ich mich, euch hier wiederzusehen. Ja.